Kielerzelei und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Remember Me. Ja, wir sollen hier wohl irgendwie rein. Wir brauchen aber eine Reminiszene. Wo ist sie denn? Ach, da hinten, okay. So, und dann gucken wir mal. Bis. Okay. Dann hören wir mal. Oder gucken, meine dass er sagt. Ist zweite von allen zusammen. Meine zweite friert ein bei Absolut. Meine dritte hat all ihre Sinne. Meine vierte steppt wie eine Spinne. Und alles in allem gehe ich durch eine Tür. Okay, eine Sekunde. Ich hole mir mal gerade was zu schreiben. So, und dann gucken wir mal. Also nochmal. Meine erste ist zweite von allen zusammen. Meine zweite friert ein bei Absolut. Meine dritte hat all ihre Sinne. Meine vierte steppt wie eine Spinne. Und alles in allem gehe ich durch eine Tür. Okay, alles klar. Ich habe jetzt mal, das ist ein bisschen merkwürdig. Bei dem ersten sagt er ja, meine erste ist die zweite von allen. Jetzt ist natürlich die Frage, fangen wir bei 0 an zu zählen? Oder zählen wir bis 0 hoch? Deswegen, ich habe jetzt zwei Theorien. Wir können es einmal mit 2, 0, 5, 8 probieren. Und wenn das nicht funktioniert, 1, 0, 5, 8. Für den Fall, dass wir andersrum zählen. Ja, probieren wir es mal aus. Also 2, 0, 5, 8. That was correct. Nice. Okay. Dann gehen wir mal rein. Okay, Spiel. Also, okay. So. Ja, das sieht ja richtig luxuriös hier aus. Sekunde, ich stelle mal gerade wieder was weg hier. Mein Papierblock, der steht mir nämlich sonst hier im Weg. Das ist so ein Würfelchen. Sekunde. So, alles wieder an seinem Platz. Gucken wir mal. Das ist es also. Rückverwandlung. Cilla Cartier-Wells großes Projekt. Leaper, die zu gehorsamen Wegwerfinstrumenten gemacht wurden. Finde die Schlampe und schneid ihr das verrottete Gehirn heraus. Edge, ey. Schluss mit diesem Unsinn. Musst in deiner Wortwahl arbeiten. Eure Familien stehen unter Saberschutz. Und unser Terminplan ist straff. Angst und Zwietracht okay. Sind auf unserer Seite. Diese Überschwemmung ist der perfekte Anlass, das Rückverwandlungsprojekt zu starten. Unsere Prognosen erwarten zweistellige Margen im nächsten Quartal. Also Leute, lasst uns die Welle reiten und saftige Gewinne einfahren. Okay. Lady Cartier Wells ist also eine Superbitch. Eine Superbitch, alles klar. Das waren ihre letzten Worte. Mit diesem Unsinn. Zurück an die Arbeit. Gehen wir mal hier rum. Eure Familien stehen unter Saberschutz. Ich dachte eigentlich, der wäre da eben nicht lang geflogen, aber... Oder hätte das nicht mit in seine Range einbezogen. Diese Überschwemmung ist der perfekte Anlass, das Rückverwandlungsprojekt okay. zu starten. Nochmal genau beobachten. Okay, nee, der hat alles im Blick. Ja, gut, dann... Reiten und saftige Gewinne einfahren. Okay.
Lady Cartier Wells ist also eine Superbitch. Okay, alles klar. Wir müssen mit dem mitgehen und dann am hintersten, also an der hintersten Position, wo er komplett stehen bleibt, müssen wir irgendwie rüber, wie auch immer. Zurück an die Arbeit. Oder können wir... Eure ja! Stehen und das wir können uns hier vorbei mogeln. Unser Terminplan ist straff. Angst und Zwietracht sind auf unserer Seite. Diese Überschwemmung ist der perfekte Anlass, das Rückverwandlungsprojekt zu schaffen. Edge, ich fand das Büro dieser Drecksau. Tja, vor ihrem tragischen Unfall war diese Frau echt ein guter Mensch. Vielleicht sollte ich sie vergessen lassen. Das heilt nicht die physischen Narben. Nein, sie hat die Schuld an dem Unfall. Dämpfe ihre Bitterkeit. Sie muss aufhören, die Welt dafür zu hassen, was ihr passiert ist. Da geht es hin. Okay. Philipp, ich will eine Liste aller Mitarbeiter, die trotz meiner Anordnungen gegangen sind. Ja, Madame. Sonst noch etwas? Das war's erstmal. Hat sie da... Hä? Ein Rad? Autoteile? Schwache, dämliche Schafe. Unfähig, das geringste Unbehagen zu ertragen. Ihr werdet unsere Traumalöscher mehr ersehnen als ein Glas Wasser in der Wüste. Eure Verzweiflung schafft mein Vermögen. Ich habe keine Angst. Ich vergesse nichts. Sicher? Erinnerungsremix. Here we go. ...20,8 Jahre zuvor. Der Unfall. Cilla, Liebling, ist alles in Ordnung? Du solltest schon seit Stunden zu Hause sein. Sie bauen am Meriferik. Ich musste einen Umweg über Neubelleville nehmen und der Verkehr war schlimm. Hast du Jax gefunden? Jax! Ja, hab ich. Und nächstes Jahr organisierst du den Geburtstag. Deine Tochter ist unmöglich, seitdem sie weiß, dass sie ein Geschenk kriegt. Darf ich ihn haben? Bitte! Warte mal. Den Tag im Labor. Diese Haare. Zeit, mein Memo über die Memorial-Therapie zu lesen. Einkaufen mit Mami. Hallo, mein kleines Schlauchchen. Diese Haare. Bei deiner Mutter, ja? Es sind doch... Charles, Schatz, ich denke nicht, dass die Kunden deine Idee gut finden werden. Ich glaube, Gedächtnisse speichern macht wirtschaftlich mehr Sinn. Stell dir die Möglichkeiten vor. Das menschliche Gedächtnis steuern. Reden wir morgen drüber, ja? Jetzt denke ich, ist es besser, wenn deine Tochter vergisst, dass heute ihr Geburtstag ist. Hör auf damit, Nelly. Ja, tatsächlich. Das sind wir. Nelin, sitz still und sei ruhig. Mami, schau! Nelin, setz dich wieder hin. Nelin, hinsetzen, sofort! Kindersicherung aktiv. Mami will nur, dass es dir gut geht. Das darfst du nie wieder tun. Okay? Oh, mein Bein.
ist alles deine Schuld. Tut mir leid, Mami. Tut mir leid. Lassen Sie Skylla den Unfall verursachen, alles klar. Okay, also es sind tatsächlich wir, also ist sie unsere Mutter. Und jetzt ist auch klar, warum Nillen, hat man ja gerade gesehen, wahrscheinlich vom Glassplitter, hat sie so eine Narbe an der Lippe. Jetzt ist auch klar, wo die herkommt. So, dann scrollen wir mal zurück. Und lassen die Zeit ein wenig anders verlaufen. Here we go. So. Airbag ausschalten. Nee, das sicherlich nicht, weil dann stirbt sie, ja. Haben wir auch gerade gesehen, dass er ihr das Leben gerettet hat. Was ist denn, wenn wir den Becherhalter einklappen? Also wenn wir den einklappen und sie dann den Kaffee woanders hinstellt. Ich habe mir nur gerade vor, halt, wenn der dann umkippen würde und sie dann das quasi das Steuer verreißt, weil heiß, ne? Ah, probieren wir das mal aus. Handtasche, alles klar, machen wir mal auf. Alles klar. Ist alles in Ordnung? Du Jax. Solltest schon seit Stunden zu Hause sein. Sie bauen am Meriferik. Ich musste einen Umweg über Neubelville nehmen und der Verkehr. LCD-Bildschirm können wir einschalten. Oder Jax. Naja, also wenn Skylla sich die Schuld geben soll. Ich glaube, wir machen mal den Bildschirm an. Weil dann guck Nillen in Ruhe Fernsehen und nervt nicht. Beziehungsweise macht nicht das, was sie gerade gemacht hat. Ja, Jax, du bist der Beste. Hast du Jax gefunden? Jax, Jax. Ja, hab ich. Und nächstes Jahr organisierst du den Geburtstag. Deine Tochter ist unmöglich, seitdem sie weiß, dass sie ein Geschenk kriegt. Darf ich ihn haben? Bitte. Ich war den ganzen Tag im Labor. Hattest du Zeit, mein Memo über Hallo, die Memorial-Therapie zu lesen? Einkaufen mit Mami. Hallo, mein kleines Schlauchen. Sei brav bei deiner Mutter, ja? Charles, Schatz, ich denke nicht, dass die Kunden deine Idee gut finden werden. Ich glaube, Gedächtnisse speichern macht wirtschaftlich mehr Sinn. Stell dir die Möglichkeiten vor. Das menschliche Mami, Gedächtnis steuern. Reden wir morgen drüber, ja? Jetzt denke ich, ist es besser, Mami. Wenn deine Tochter vergisst, dass heute ihr Geburtstag ist. Hör auf damit, Nelly. Beruhig. Okay, Moment. Wir sollten die Tasche schließen, damit sie den Jax nicht sieht. Machen wir die Tasche mal schleunigst wieder zu. Die Werbung kann sie ja gucken. Da ist sie ja abgelenkt. Hat ja soweit funktioniert. Ja, so. Nee, Moment. Ich musste einen Umweg über Neubelville nehmen und der. So, einschalten. Verkehr war schlimm. Ja, Jax, du bist der Beste. Jax! Ja. Kommt hier noch was? Ja, organisierst du den Geburtstag. Deine Tochter ist unmöglich, seitdem sie weiß, dass sie ein Geschenk kriegt. Darf ich ihn haben? Bitte! Ich war den ganzen Tag im Labor. Hattest du Zeit, mein Memo über Hallo, die Memorial-Therapie zu lesen? Ich war gerade einkaufen mit Mami. Hallo, mein kleines Schlauchen. Sei brav bei deiner Mutter, ja? Charles, Schatz, ich denke nicht, dass die Kunden deine Idee gut finden werden. Ich glaube, Gedächtnisse speichern macht wirtschaftlich mehr Sinn. Stell dir die Möglichkeiten vor. Das menschliche Mami, Gedächtnis steuern. Reden wir morgen drüber, ja? Jetzt denke ich, ist es besser, Mami. Wenn deine Tochter vergisst, dass heute ihr Geburtstag ist. Hör auf damit, Nelly. Beruhige dich sofort. Du kriegst dein Geschenk zu Hause. Moment, also sie weiß schon davon. Frontscheibe zerbrechen, okay. Was ist das? Verdammt.
Okay, der Kaffee hat sie nicht getroffen. Es kommt aber auch nicht zum Unfall. Okay. Dann müssen wir wohl die Tasche tatsächlich öffnen. Den Jax, ja, den müssen wir irgendwie nach hinten kriegen, ne? Damit Nil in Ruhe gibt. So. Den Kaffee, den... Ja, tun wir den Kaffee weg. Den brauchen wir dann wahrscheinlich auch nicht mehr. Haben wir gerade gesehen, der ist jetzt nicht umgekippt oder so. Also er ist umgekippt, aber halt nicht so wie gedacht, wie geplant. So. Tasche öffnen. So. Und jetzt machen wir Jax an. Schlimm. Hast du Jax gefunden? Jax! Jax! Ja. Nee, sogar nicht den. Doch, da ist möglich, seitdem sie weiß, dass sie ein Geschenk kriegt. So, mal gucken, was er macht. Bitte! Ich war ganz lustig. Hattest du Zeit, mein Memo über die Memorial-Theater zu lesen? Schatz, ich denke nicht, dass die Kunden deine Idee gut finden werden. Ich glaube, Gedächtnisse speichern macht wirtschaftlich Wenn ich das doch auch könnte. Stell dir die Möglichkeiten vor. Hast du Hunger? Reden wir morgen drüber, ja? Ich auch nicht. Jetzt denke ich, ist es besser, wenn deine Tochter vergisst, dass heutige Geburtstag ist. Ich auch. Wollen wir einen Spaziergang machen? Okay, Frontscheibe. Was war das? Okay, verdammt. Also, ja, ne? Man wünscht natürlich keinem einen Unfall, aber... So... vielleicht sollten wir doch den Kaffee wieder reinnehmen. Nehmen wir den Kaffee wieder rein. Wo kommt denn der Kaffee? Hier, so. Den Kaffee. Alter, machen wir rein. Dann machen wir als nächstes... Die Tasche auf. So. Schlimm. So, Jax an. Der war schlimm. So, mal gucken. Jax müsste ja jetzt gleich zu Nillen rübergehen. Hast du Hunger? Reden wir morgen drüber, ja? Ich auch nicht. Jetzt denke ich, ist es besser, wenn deine Tochter vergisst, dass heutige Geburtstag ist. Ich auch. Wollen wir einen Spaziergang machen? Okay, nochmal Frontscheibe. Was ist das? Oh, scheiße. Das Memo. Schlechtes Wort, schlechtes Wort. Papa wird mich umbringen. Okay. Mami. Mami. Nillen. Alles in Ordnung. Nicht schlimm. Es ist meine Schuld, Liebling. Mein Bein. Okay. Und wieder einmal spielen wir Gott mit den Gedanken und Erinnerungen anderer Leute. Aber wir wissen jetzt, dass sie unsere Mutter ist. Schuld. Ich war unvorsichtig. Und es war dein Geburtstag. Oh, mein armer Schatz. Es tut mir so leid. Es tut mir auch leid. Ironisch, nicht?
Die Präsidentin von Memorize weigert sich, den schlimmsten Tag ihres Lebens zu vergessen. Ich hatte all das vergessen. Alles. Madame, der Errorist wurde auf ihrer Etage entdeckt. Ein Kommando ist auf dem Weg nach oben. Danke, Philipp. Ich bin bereit. Das Leben reißt uns auseinander. Aber du wirst immer meine Tochter sein. Nie werde ich dir Schaden zufügen. Mami, ich... Geh! Lauf! Er führt dich aufs Dach! Lauf! Auf nie vergessen. Philipp, morgen früh überdenken wir die Strategie für das Rückverwandlungsprojekt. Gut, dann macht nun alle Schluss für heute. Heim zur Familie. Sie auch, Philipp. Gewiss, Madame. Danke, Madame. Ich bin die Tochter von Cilla Cartier-Wells. Ich bin die vergessene Erbin der Memorize-Dynastie. Was für ein übler Witz. Gerade als ich wieder zu mir fand, einen Sinn erkannte, treibe ich nun wieder auf dem Meer der Ungewissheit. Welches üble Spiel spielt Edge? Kann ich ihm vertrauen? Dennoch, er will mir zeigen, dass sein Kampf gerecht ist. So lege ich ein letztes Mal mein Leben in seine Hände und folge ihm. Er sagte, Memorize schändlichste Geheimnisse seien unter der Bastille verborgen. Dies war meine Rechtfertigung, meine eigene Mutter zu remixen. Meine Mutter, die ich vergessen hatte. Ich fresse meine Vergangenheit für eine bessere Zukunft. Ich kann nicht mehr laufen. Und ich will antworten. Episode 6 – Verrotteter Kern. Keller der Bastille. Oder das, was noch davon übrig ist. 22.18 Uhr. Immer noch Wartungsgebiet. Aber wie es hier weitergeht, sehen wir erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich an dieser Stelle herzlich fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.